Ah, cool, aha. Von der Gamescom noch, weil das Spiel kann man nämlich darüber kostenlos spielen. Dann könnt ihr jetzt dann, wer das gewinnt, kann 14 Tage lang Sea of Thieves spielen, wer das möchte. 14 Tage Testversion Xbox Game Pass. Sau geil. Open Giveaway. So, Das halbe passt Stunde gerade habt ihr optimal, gell? Zeit. Genau, halbe Stunde habt ihr Zeit zur Teilnahme und dann wird ausgelost. Um eins also etwa. Wenn wir dann auslosen, wer gewonnen hat. Oh yeah, cool. Das finde ich halt geil, dass man das, also wenn du das so spontan machst, dann bin halt auch wirklich die Leute, die immer dabei sind. Und nicht Genau, irgendwelche Leute, genau. die reinkommen und so, oh, da gibt's ein Giveaway, da mache ich mit. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache diese riesen Tasche voll mit Gamescom-Goodies, mit Gamescom-Merch, dass ich die nur unter Subscribern verlose, weil das einfach als Dank für die Leute ist, die subscriben und ich keinen Bock hätte, so eine riesen Tüte an jemanden zu verlosen, der gerade mal das erste Mal in den Chat reinkommt und dann durch Zufall gerade am Giveaway teilnimmt und am Ende auch noch gelost wird oder so irgendwas. Das finde ich ja Ja. schon irgendwie. Und vor allem ist es auch für Ja. dich ein Aufwand, du musst es ja auch verschicken mit der Post. Ja. Und das Und ist auch so mit weiß Geld ich. verbunden. Richtig, ich meine, wenn ich jetzt hier so ein Game Pass oder so ein einzelnes PIN oder ein Schlüsselband, wenn das einer gewinnt, der gerade erst dazugekommen ist, wäre das auch nicht so schlimm. Aber so eine riesen Tasche halt, das würde ich halt schon, dass das jemand kriegt, der auch, der längerfristig dabei ist und der das auch so ein bisschen, der auch das Ganze unterstützt und so. Deswegen, also. Ja, genau. Ist weniger dafür gedacht. Natürlich freue ich mich auch darüber, wenn dadurch ein neuer Sub reinkäme, natürlich. Aber es ist primär dafür gedacht, um die Leute, die bereits Subs sind, zu denen quasi meinen Dank auszudrücken und zu sagen, hier, ich habe schon mal ein Lego-Set, hatte ich irgendein günstiges Lego-Set irgendwo gekauft? Eine Lego Star Wars Figur, ich glaube die Rey oder sowas, diese großen Figuren zum Zusammenbauen, die es da gab. Und das habe ich auch unter meinen Subscribern verlost und das hatte der Shale gewonnen. Und der wusste gar nichts davon, weil der war Subscriber, hat aber gar nicht mitgekriegt, dass ich was verlost habe. Und habe gesagt, okay, alle Subs kommen in den Lostopf rein und dann habe ich ihn gezogen gehabt. Und der war total happy, als er gehört hat, dass er die Figur gewonnen hat. Na, cool. Ja, und Schön. da habe ich gedacht, ja, es ist halt quasi, wie gesagt, nicht dafür da, um halt Subs zu generieren. Dass ich dachte, ey Leute, werdet Sub, dann könnt ihr die Tasche gewinnen oder so irgendwas, ja. Sondern mehr, um zu sagen, hey, ihr, die Subs seid oder jetzt immer oder Subs werdet, ihr kriegt das als Möglichkeit, als Dank dafür, dass ihr das seid, so ungefähr. Genau. Und vor allem, wenn du den Aufwand machst, dann muss es ja auch rentieren, wenn dann wirklich Leute aus dem Channel dabei sind. Ja. Da macht man es dann eher gern, als wenn man jetzt irgendjemand sowas schickt. Richtig, richtig, das stimmt, ja. Übrigens ist vor uns ein Schiff. Oh. Bei Galleons Grave Outpost. Ich weiß nicht Wir genau, welche sind Richtung die einschlagen. ja schwer zu sehen. Wir haben ja alle Lichter gelöscht bei Ja, uns. genau, stimmt. Außer irgend so ein Depp, der gerade das Fernglas in der Hand hält. Den sieht man natürlich. Ach so, du oder was? Ja. Blink, blink, blink. Genau. Sind die weit weg noch? Nö, ziemlich weit vor uns. Also, es geht eigentlich. Mit bloßem Auge kann ich es nicht erkennen. Oder haben die auch alle Lichter gelöscht? Die haben alles an eigentlich. Und Festbeleuchtung, Ja, okay. Festbeleuchtung. Also hier sieht man es, wenn ich hier am Steuerrad stehe. Dann sieht man es hier leicht rechts von Galleons Grave. Also rechte Seite Galleons Grave. Jetzt ist gerade das Wasser am Horizont. Ja, ich wollte sagen, sehe ich gerade gar nichts. Ich habe nur Wellen vor mir, aber Ja. die sind ja auch gleich weg. Genau. Jetzt siehst du es Ah, okay, normalerweise. jetzt sehe ich es. Ja, jetzt sehe ich es. Ja, da hinten. Ja, mal schauen. So ein leuchtendes Skelett fällt doch auf. Ja, auf jeden Fall. Längli, du hast ganz Was? schön abgenommen, hä? Du bist nur noch so ein Ja, ey. Skelett. Nur noch Haut und Knochen hier. Ja, du Ey. Knochen, hä? Wenn es nur so schnell ginge. Wobei, so extrem muss es dann auch nicht sein, dass ich dann so krass. Ist dann doch ein bisschen übertrieben. Bisschen weniger wäre gut, aber das ist doch ein bisschen arg wenig. Ach, die ankern gerade. Die geben gerade ab. Ach so. Kriegen wir trotzdem Punkte, wenn wir das Schiff beschießen? Oder müssen noch Leute drauf sein? Punkte kriegen wir sowieso keine, aber wir könnten sie überfallen. Ja, ich glaube, die sind dann schon leer, bis wir kommen. Wie, ich dachte, du kriegst Punkte, wenn du die verwunschenen Kanonenkugeln einsetzt.
Ich glaube nur bei der Quest gab's die immer. Nur bei der Quest gegen die Skelettkrieger. Ich glaube, da gab's die immer. Die hieß doch, weil man soll die gegen andere einsetzen, gegen andere Crews. Da machen wir es einfach mal. Also habe ich das, gelesen, ich weiß es aber nicht. Ja, okay. Ich schlage schon ein bisschen ein, dass wir rechts dran vorbeifahren können. Ja, genau. So ein bisschen jedenfalls. Die haben auch einen Anker gesetzt, weil die haben ein Segel oben. Ja. Ich glaube, das ist ein Noob. Einer oder zwei. Wir können ja. Oh, ich habe eine Idee, Lad doch mal die Kanonen. Die linke Kanone mit dem Dings, dass wir die Vorräte plündern von denen. Die Vorräte plündern? Es gibt eine Kanonenkugel, mit der kannst du die Vorräte plündern. Oder komm du her, steuer nicht mal mit der Kanone. Trunkenheit kenne ich. Ach, die hab ich. Steckschuss. Die Kanonenkugel. Ah, jetzt, okay. Ah, wird zu knapp, wir sind schon zu dicht. Außer wir halten jetzt auch an und schießen im haltenden Zustand. Können wir auch machen. Wollen wir ankern und wollen wir dann im haltenden Zustand auf dich schießen? Ja. Dann Anker runter. Scheiße. So, jetzt da. Dann entlade ich mal die Kanone. Friedenskugel, oder? Nee. Die entlade ich jetzt mal. Warte. Mhm. Ich hol die Kugel. Ich hab schon im Inventar. Fasskugel. Mehr als nur ein Schnee. Die laufen. Doch, schnappt ihre Vorräte. Der eine ist auf dem Schiff jetzt. Okay. Schieße ich jetzt. Der eine beobachtet uns. Nein. Jetzt müssen wir den Vorräte haben. Okay, cool. Machen wir mal. Das ist Attack. Komm, ich nehme noch die Friedenskugel. Ich glaube, die sind nicht aggressiv. Na gut, dann lassen wir's. Die sind jetzt beide auf dem Schiff. Ah, die geben gerade Schätze ab. Okay. Wenn sie irgendwas versuchen, schieße ich die Friedenskugel ab. Genau. Dann können sie nicht zurückschießen. Die geben gerade Fässer ab. Explosives Fass geben sie gerade ab. Wir müssen jetzt Vorräte von. Ja, wir haben eine Grogkugel, oder hast du die ins Inventar gelegt? Die war, glaube ich, schon vorher da. Doch, die war schon vorher da. Ach, schade. Weil ich dachte, wir haben jetzt bei denen irgendwie. Ich habe natürlich auch nicht geguckt, ob wir irgendwas jetzt mehr in den Fässern haben als vorher. Aber mit der anderen Kugel müssten wir irgendwie denen ihre Vorräte bekommen haben. So habe ich die Kugel zumindest verstanden. Also eigentlich schon. Vielleicht haben wir irgendwie so Bretter bekommen oder sowas. Ja, das ist sowas. Bananen, Bretter oder so irgendwie. Der mit seinem Fernglas auf der anderen Seite. Ahoi! Also warst du Ahoi? Ja, das war ich. Jetzt könnte man ihn was rüberschreien mit dem Megafon. Stimmt, ja. Ey! Klar zum Entern! Was? Ja, warten wir einfach, bis die abgegeben haben, weil ich glaube, das sind Noobs und lassen wir ihnen den Spaß. Sollen wir können aber weiterfahren. Abgeben? Wir müssen sie auch nicht, wir wollen sie nicht versenken oder sowas, oder? Nee. Sieht gut aus, okay. Ahoi. Ja, doch, das sind friedlich. Ein Pirat! Ahoi! Danke. Danke, dass ich gut aussehe. Nein. Gar nicht schlecht. Ja, wir können eigentlich auch weiterfahren. Ja, genau, können wir schon. Oder wollen wir auch die Schätze abgeben? Also eigentlich schon, deswegen sind wir ja da. Ich dachte eigentlich, die legen jetzt gleich wieder ab. Also wollen wir warten, bis sie ablegen oder was? Ja, genau. Dann bleibe ich trotzdem an der Kanone stehen für den Fall, dass sie Böses planen. Dann schieße ich es ab mit dem Friedensstifter. Die reden ganz leise. Ja, die haben einen Ingame-Chat wahrscheinlich an. Ich habe den Ingame-Chat ja bei mir ausgeschaltet, dass ich darüber nicht spreche. Glaube ich zumindest. Ich meine es mal so eingestellt zu haben. Weil wenn die nämlich das Voice anhaben, aber so weit entfernt sind, dann hört man es nicht gescheit. Oh Gott, bin ich blöd. Was denn? Jetzt weiß ich, wie ich ganz schnell auf meine Kanonenkugel komme. Ich drücke Start und dann habe ich meine Ressourcen. Da kann ich ja direkt die Kanonenkugel auswählen. Warum mache ich immer so einen Aufwand? Und gehe ans Fass. Ich drücke einfach Start. Hä? Echt? Und habe dann mein Inventar hier und kann dann direkt auswählen.
Ach so, kann ich die Banane auswählen. Ja, das ist ja noch, das heißt noch schneller als über das Rad. Ich gehe da rein, zack, habe ich die Kanonenkugel. Stimmt. Zack, habe ich die Bananen. Zack, habe ich die Planke. Geil. Zack, habe ich eine verwunschene Kugel. Gott, wie dämlich. Eben durch Zufall, ich drücke auf Start und plötzlich, hier habe ich doch meine ganzen... Kann ich hier rüber auch die verwunschene Kugel auswählen? Ja, ja, kannst du. Ah, oh Mann, oh Mann. Ah, das wusste ich auch nicht. Oh Mann. Weil ich kenne das immer, auf dem PC gibt es ja das Q. Ja. Und dann kannst du halt die Kanonenkugeln auswählen, aber nicht die verwunschenen. Genau, über dieses Rad hier. Genau, über das Rad. Ja, genau. Und wenn ich also ins Inventar gehe, kann ich direkt auch die Verwunschenen auswählen. Oh, ja, genau. Oh Mann. Es macht einiges jetzt um einiges einfacher, muss ich sagen. Ich schnell mal eine Kanonenkugel gewählt. Oh, Ballastkugel. Oh, soll ich mal eine Ballastkugel rüberschießen? Haben sie Tiefgang, kommen sie nicht mehr weg. Nein, das ist ja gemein. Was sind denn die jetzt? Die sind abgehauen, oder? Sind weg vom Schiff. Ich sehe die gar nicht mehr. Vielleicht warten sie auf uns. Huhu. Fahren wir zum nächsten Außenposten. Ich hab keinen Bock drauf. Ja, ich will auch. Dann komm, fahren wir weiter. Nach Westen, glaube ich. Ja, Westen ist Daggertooth. Ich licht schon mal den Anker. Ja, genau. Super. Dauert ein bisschen lang, bis die Loops da fertig sind. Ja. Irgendwie will keiner die 14-Tage-Testversion gewinnen. Echt? Nö, hat noch keiner teilgenommen. Was? alle am Lurken, kriegt keiner mit. Also Jungs, Schatz zum Langley 10.13, wenn ihr kostenlos 14-Tage-Testversion haben wollt, Game Pass. Das ist auch so, dass man die Testversion raufsetzen kann. Kannst du auch zusätzlich zu deinem... Ja, ja, geht. Genau. Weil ich habe auch... Ich hab's probiert, ich habe einen von denen eingelöst bei mir und es hat geklappt. Kein Interesse. Obwohl ich schon ein laufendes Game Pass Abo habe, hat sich meins um 14 Tage verlängert. Cool, das ist schon geil. Ja, und das obwohl ich ja sowieso noch einen Code für 2 Jahre hier habe vom Xbox Fanfest. Das konnten sie nochmal verlängern. Das konnten sie auch nochmal verlängern. Geil. Ja. Ja, also ich hätte natürlich auch hergehen können, hätte die 14 Tage Spaces, die ich hier habe. Oder so, hätte ich auch alle selber eingeben können bei mir und hätte dann quasi nochmal 7 Monate drauf gehabt. Aber mein Gott, erstens habe ich keinen Bock, die alle einzugeben und zweitens kann ich ja so der Community auch mal eine Freude machen. Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Das ist doch ganz praktisch. In dem Swagbag hier ist ja sogar ein Monats-Game Pass drin. Ein Monatscode. Oh, das ist schon geil. Aber den gibt es nur für Subs, gell? Ja, vielleicht tausche ich sogar gegen den 3-Monats-Code um. Das muss ich mal gucken. Ich habe noch eine Karte hier mit dem 3-Monats-Code. Vielleicht ändere ich es auch noch, dass ich dann sage, okay, gibt es sogar 3 Monate. Ja, ja. Das muss ich mal gucken. Weiß ich immer noch nicht. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe noch gar nichts gemacht mit den ganzen Giveaways von der Gamescom. Ich will jetzt auch mal was machen. Ja, so ab und zu haue ich mal sowas raus dann hier so mitten im Stream. Ja, genau. Spontan immer mal ein kleines Giveaway als Belohnung für die Leute. Ja, ist eine schöne Sache, auf jeden Fall. Du streamst dann immer abwechselnd, gell? Bei den Wochentagen. Wie abwechselnd? Du hast da keinen regelmäßigen Plan, oder? Von den Wochentagen her. Also ich versuch's immer so, dass ich freitags auf YouTube streame, so ein Kartenstream, und samstags auf Twitch. Ah, okay. Ach so. Also im Moment ist mir so samstags abends. Halt jetzt natürlich dann, wenn der Urlaub ist, natürlich ja nicht mehr, aber nach dem Urlaub dann wieder. Samstags immer auf Twitch, freitags immer auf YouTube. Ah, cool. So der aktuelle Plan. Und immer heute abends am Samstag. Genau. Freitags oder samstags immer abends, halt wenn der Kleine im Bett ist. Und meistens erst so gegen 10, 11, je nachdem wann der einpennt und bis ich alles vorbereitet habe dann auch, kann es manchmal ein bisschen später werden. Mhm. Und aber dafür extra halt Freitag und Samstag, damit ich auch dann notfalls bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts streamen könnte, weil ich am nächsten Tag ausschlafen kann. Ah ja. So. Ah, das mit dem Multi-Twitch ist schon cool, finde ich. Das hat was. Ah, auf jeden Fall, hä. Ja. Und geil. Multi-Twitch. Ah, hier, Außenposten Deckers. Wir müssen ein bisschen mehr nach, ein bisschen Richtung Norden einschlagen. Ja, Richtung, genau, das ist fast zentral. Von der eher fast ein kleines Stück Nordwesten. Mhm.
müssen sowieso an den Felsen vorbei. Ja, ja, ja. Müsste direkt dahinter sein. Da, genau. Direkt dahinter ist, das müsste ist das sein. Also rechts vom Felsen dahinter das. Mhm. Ja, wir müssten jetzt direkt danach dem Felsen müsste schon kommen. Wir sind recht dicht dran. Ist das die Insel, die voraus ist? Ja, das ist die. Müsste sein, ja, 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 ja. Laut Karte. Ja, genau. Außenposten Dagger Tooth. Die anderen ankern immer noch an der Insel. Ja, da hätten wir ewig gewartet, ey. Wir hätten echt ewig gewartet. Es kann auch sein, dass die jetzt rausgegangen sind und dass das Schiff noch halt zeitlang bleibt. Ja, ich muss mal gerade ein bisschen Kurs korrigieren, sonst laufen wir auf Grund auf. Oh, stimmt. Sorry. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe nicht gerade gemerkt, du stehst da hinten am Heck und guckst mit dem Teleskop. Deswegen dachte ich, ich sollte mal kurz ans Ruder gehen und mal den Kurs korrigieren etwas. Teamwork. Ja. Eingespielte Crew hier. So, haben wir jetzt immer wieder auf Kurs. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, genau. Sehr schön. Ab nach Westen. Ich entlade mal die Kanonenkugeln. Ich habe keinen Bock, dass uns einer die Kanonenkugeln klaut, während wir an Land sind. Ist mir gerade so eingefallen, weißt du, wir lassen das Schiff immer hier haben. Das sieht man ja, dass da verwunschene Kanonenkugeln drin sind. Stimmt. Wenn ich an einem herrenlosen Schiff, oh guck mal, da hat verwunschene Kanonenkugeln, springe ich mal kurz drauf, lade die Kanonen und gehe wieder. Sind ja doch wertvoll, gell? Ja, ja, die sind doch irgendwie ziemlich wertvoll dann doch. Ja. Also. Stimmt, hast du eigentlich recht. Ja. Anlegestelle ist, glaube ich, gleich direkt geradeaus. Okay, okay. Der lange Steg. Dann würde ich sagen, wenn wir so sind, lasse ich mal einen Anker. Mhm. Und dann sagst du mir, wann ich ihn ganz fallen lassen soll. Mhm, genau. Ein bisschen eingeschlagen jetzt, dass wir ein bisschen rumkommen. Mhm, das war eine gute Idee von dir. So, dann fange ich schon mal an. So, und hopp. So, jetzt es fehlt nur noch ein Müh und dann fällt der Anker. Sehr gut. Ah, Außenposten Dagger 2. So. Fahren wir jetzt mal schön gemütlich mit der Spitze hin. Genau, und du musst nur rechtzeitig sagen, dass ich loslassen soll. Genau. Und jetzt. Boah, yes. Guck doch mal hier. Nice. Punktlandung, würde ich sagen. Ich meine Schädel, da der am wertvollsten ist, sollten wir den zuerst von Bord bringen. Und direkt auf den Steg gesprungen hier. Hey, ist ja, super. Wir haben echt richtig gut eingeparkt hier. Wahnsinn. Ich korrigiere bloß noch das Schiff, dass er ein bisschen mehr Richtung Steg fährt. Aber super geil. Ja, echt richtig gut. Was ich mittlerweile immer mache, ist, dass das Schiff immer mit Anker oben und mit gereften Segel am Steg steht. Dass man klar, dass man schnell loskann. Ja, 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 das stimmt, das ist nicht verkehrt. So, wo ist denn jetzt hier der mit den Schädeln? Das ist so, der ja. Goldsammler. Ah, jetzt muss ich schon wieder suchen. Ich glaube, die ist hier. Kann das sein? Ist das die? Nee. Verdammt. Hier kenne ich mich jetzt wieder nicht aus. Ah. Das ist eine andere Insel, da kenne ich mich nicht so aus. Auch nicht, nein. Verdammt, wo ist die? Ich glaube, oben ist er. Rechts oben, also wenn du vom Steg aus kommst, rechts oben. Okay. Bei der, was ist das da oben? Irgendein Geschäft. Hier ist die Taverne. Ja, hier ist ein Geschäft. Ah, hier. Genau. Ja, da ist er doch schon. Da ist er, die Alte. Madame Oprah. The wondrous coins are calling. So, sehr schön. Ah, da bist du. Verdorbener Goldschädel. Sehr gut. Oh, ich bin voll. So. Verdammt. Oh, das Schiff ist ein bisschen abgedriftet. Oh, Belobung freigeschaltet. Gütegrad 2, Söldner des alten Ordens. Yes. Oh,
Jawoll! Korrigieren wir eben das Schiff. Ja, ich nehme die zweite Truhe und bringe sie gerade noch an Land. Mhm. Wir hatten ja noch eine, oh, noch eine Belobigung freigeschaltet. Wahnsinn. So. Haben wir noch irgendwas? Ja, da gibt es noch eine Truhe. Sehr schön.